In 3 Stunden ist Neujahr und ich habe mir jetzt überlegt, ich mache noch schnell ein Video für euch. In diesem Video geht es um Beintag, Leg Day, nicht die Lieblingsübung von den meisten. Ja, zuerst fange ich immer mit der schweren Übung an. In dem Fall sind das Kniebeugen. Naja, zu der Übung muss ich nicht viel sagen. Also manche gehen komplett runter, ich mache sie allerdings nicht. Wie ich schon mal in einem anderen Video erwähnt habe, habe ich dann immer Knieschmerzen und das will ich vermeiden dadurch. Das sind jetzt 105 Kilo. Ich verstehe nicht, ich drücke Brust zum Beispiel 120 Kilo, schaffe aber bei Kniebeugen nur 105. Normalerweise ist es ja andersrum. Jetzt habe ich, das waren jetzt glaube ich 9 Wiederholungen, war mein Ziel. Die habe ich dann auch geschafft. Und ich könnte sehen, ich war einen Tag nicht allein trainieren. Das war nicht mein regulärer Trainingspartner. Mit dem haben wir uns halt spontan getroffen und er hat auch Beine trainiert. Der Typ ist echt krass, der geht immer an seine Grenzen. Normalerweise macht er nur 80 Kilo, jetzt macht er 105 und genauso viele Wiederholungen. Echt Respekt. Bei seinem Gewicht von, keine Ahnung, 70 Kilo? Ja, 70 wiegt er. Das sind jetzt Ausfallschritte, mal anders. Ich mache die in letzter Zeit an Multipresse, weil da kann ich mehr Gewicht nehmen. Weil wenn ich es mit freiem Gewicht mache, sind schon 40 Kilo meine Grenze und hier waren das jetzt glaube ich 60 oder 70 bei schweren Sätzen. Ja, hier ist nochmal mein Trainingspartner. Was man beachten muss, dass die Beine weiter vorne sind, also nicht komplett direkt unter der Stange. Ja, Schritt nach hinten, Schritt nach vorne, nicht schlecht. Der macht die Übung übrigens auch komplett überhaupt zum ersten Mal. Hat mich auch gewundert, dass er einfach so mein Gewicht nimmt. Dabei trainiere ich auch ein Jahr oder 2 Jahre länger als der. Früher habe ich halt Beine echt vernachlässigt, aber habe ich jetzt seit 2 Jahren richtig in den Griff genommen. Ja, hier sind halt Beinstrecker. Ja, dazu kann man nicht viel sagen, wie die Übung geht. Man setzt sich halt hin, kann man sich festhalten oder auch nicht. Ja, und dann macht man halt seinen Satz. Und hier nochmal der Typ, wollte mal oberkörperfrei trainieren. Zuerst, ich habe die Hälfte weggeschnitten vom Video, aber das wollte ich mal zeigen, wie definiert er ist. Er ist ein Beinbeuger. Wenn ihr die Übung macht, kneift die Arschbacken zusammen. Dadurch zieht es doppelt so stark. Braucht ihr auch nicht das ganze Gewicht zu nehmen, weil ich sehe Leute, die nehmen das ganze Gewicht. Führen sie halt falsch aus. Bringt nichts. Hier nochmal mein Trainingspartner. Und nimmt wieder mein Gewicht. Ich fasse es nicht. Krasser Typ. Da ist übrigens Vadim. Ist, ich glaube, 25 Jahre alt. Sieht man auch gar nicht. Gut gehalten. Am Schluss mache ich dann halt immer noch mal Waden. Ich mache es, bis es nicht mehr geht. 3, 4 Sätze. Habe schon verschiedene Maschinen ausprobiert, alles mögliche. Und ich finde, wenn ich das so ausführe, zieht es am besten. Also hiermit ist das Video zu Ende. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Daumen nach oben, Like da lassen. Und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Danke.